Hallöchen und willkommen zurück in der Wüstenregion von Nier Automata, wo wir letztes Mal unseren ersten Endboss in der Open World hatten. Puh. I think we've earned a breather. Say 2B, I was hoping we could talk about our next move. I'm worried about the damage we took in that last battle with the machines. Maybe we should return to the resistance camp to resupply and conduct maintenance. Na, wollen wir weiterkämpfen oder nochmal zum Widerstandslager zurück? Ich würde sagen, wir kämpfen einfach weiter. No, we should keep fighting. Roger that. Just try not to overdo it, okay? Geht klar. Operator to 9S. Data upload complete. Roger. I also have an incoming message from the commander. Initiating playback. 2B, 9S. We've lost contact with several Yorha units that were on their way to the surface. Their black boxes are online, so we presume they're still alive. We've tracked the location of their signals, so I need all Yorha units on the surface to head over and investigate. End transmission. I heard something about that back at the resistance camp. Target location confirmed. I'm worried about the other androids. We should probably check this out as soon as possible. Ja, gerade eben konnte ich dem Angriff nicht ausweichen, weil ich kurz mal niesen musste. Hoffentlich denke ich dran, den Nieser rauszuschneiden. So, ansonsten sind wir hier wieder in der Ruinenstadt. Ja, ich muss halt sagen, so eine Ruine hinterlässt halt schon einen krassen Eindruck. Vor allem, wenn es so ein ganzer, so ein ganzes Viertel ist, aber den krassesten Eindruck hat auf mich die Wüste bis jetzt hinterlassen, die halt wirklich heftig aussah. Aber wir haben ja sicher mehr als 2500 Ressourcen, oder? Mal kurzes Pausemenü aufgerufen. Wie viel haben wir da? 9000 Geldmittel. Ist immer noch ein komischer Name. Wir könnten eigentlich eine Waffe upgraden. Genau, das ist der erste theoretische Angelspot gewesen. Looks like our surface route's been cut off.
Maybe we can get through from underground. So 2B, those machines out in the desert look just like androids, right? Right. But we androids were modeled after our human creators. So why would machines try to look like us? There's no point trying to work out unsolvable problems. I suppose. Okay, hier geht's nicht weiter. Kein Item. Ja, gute Fragen. Vielleicht damit wir ein bisschen Empathie empfinden mit den Maschinen und die nicht angreifen. Vielleicht damit wir denken, okay, das sei jetzt ein Mensch. Ich muss sagen, für mich ist ein bisschen der Nebel zu krass geworden. Der verdeckt halt schon... Ach du... Das ist ja geil. Aber ich finde, der Nebel verdeckt halt ein bisschen zu viel. Ich glaube nämlich, das Spiel könnte optisch noch ein bisschen mehr... Der Vergnügungspark. Mal schauen, ob wir uns nach der Mission auch noch weiterhin auf Vergnügungsparks freuen können. Hey, greif doch nicht direkt an. What the? Wow, this is weird. Let's be happy together. Also da unser Mate die ganze Zeit attackieren wird, müssen wir das definitiv auch. Aber die sind ja alle friedlich, das ist ja das Irritierende. Kleiner Brudermaschine, großer Brudermaschine. Moment, die killen wir dann aber nicht, oder? Weil die hatten Charaktersymbole über ihren Köpfen. Ach, welch ein Spaß, ach, welch ein Spaß. Lasst euch von der Liebe erfüllen. Zersplitterter Ohrring 1. Danke, danke. Ich hab zu danken. Oh, das ist alles so komisch hier. Schade, von der Seite nicht zu öffnen.
Maschine mit Traum. Huch, guten Tag. Wie geht es Ihnen? Ballonbruder, willkommen. Hereinspaziert. Ein Zugangsberechtigter oder nicht? Hier gibt es nichts. Nicht so laut. Was ist Ihr Anliegen? Oh Gott, da kann man ja wirklich... Jetzt können wir mit denen auch noch handeln. Sicherheitshalber mal von jedem Item eins dabei haben. Ja, ich frage mich, ob ich gerade der Einzige bin, der irritiert ist. Ah, und eine Schatzkiste. Viel Vergnügen. Bis bald mal wieder. Also alle die sich hier befindlichen Maschinen sind irgendwie komplett normal drauf. Ich komme irgendwie nicht in den kleinen Gang. Oder, Moment. Eine Sache noch austesten. Nee, es funktioniert leider nicht. Lasst uns gemeinsam glücklich sein. Gemeinsam, gemeinsam. Werft die Waffen weg und empfangt die Liebe. Gut, dann geht's hier weiter. Ja, denkst du? This corridor lead. Maschinenpause, Betriebspause. Guck weg, Abstand halten. Der ist wieder feindlich, oder was? We're getting resistance signals from that building over there. Falls das Spiel einen moralischen Konflikt auslösen möchte, warum wir die Maschinen kaputt machen. Dann schafft es das so ein bisschen. We need a way through. Let's look around for a route we can take.
schade. Kaputt geht die Kiste auch nicht. Okay, ich weiß schon so ein bisschen, was wahrscheinlich verlangt wird. Okay. Wer bist du denn? Clownmaschine, dort ist es gefährlich, ist kaputt. Gefahr für Unbefugte. Gut, da ist jetzt natürlich die Frage, was genau damit gemeint ist. Machines are heavily armed. We'll regret it later if we let them escape. So let's take them out. Ja, oder wir hätten einfach später angreifen sollen. Eieiei. Oh mein Gott, das war nicht klug. What's this? Some kind of crystal? Analysis. It is a core fragment from the machine life form. It is similar in structure to a plant cell. A plant cell? Ah, mal im Ernst, eine Pflanzenzelle? Eine Maschine, die wie eine Pflanzenzelle aufgebaut ist? Leider wieder eine Truhe, die wir nicht öffnen können. Boah, sie ist echt schnell. What's this? Analysis. It is a device that propels humans on rails at high speeds for the purposes of amusement. It was commonly referred to as a roller coaster. Humans sure are strange creatures. So, sorry, da muss ich kurz mal in die Pause. Okay, was sollen wir jetzt mit der Achterbahn? Hey, 2B? Yes? People who know me well usually call me Nines, so... Oh. So what do you think? Of? I mean, if you want to call me Nines, it's totally okay. I'm good. Oh, all right. Okay, einfach drauf springen.
Dieses eine Item, das ist der undankbarste Platz für ein Item hier. Oh. Das war ein direkter Sprung. Don't say anything about a machine like this. Oh Mann, ich hasse es. Präzise Bewegung mit einem Charakter, der direkt losrennt, fast schon. Wenn man auch nur den Stick leicht berührt. Oh Mann. Oh je, das sind die, denen man nicht ausweichen kann. Hey, 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 hey. Ich hab keinen Lebensbalken mehr. Bitte? It's trying to hack us. If we take hacking damage, it'll affect our bodies as well. Tubi! Look like corpses. Are we seriously being attacked with dead androids? Wait, I don't think. 2B, I'm detecting black box signals. They are dead. They've been turned into weapons. All right, this ends now.
Okay, die Kamera ist gerade ein bisschen komisch. Okay, das Hacken ist wirklich komisch. Ich mag es aber, dass sich die Musik dann verändert. Jetzt muss ich mich mit der Map orientieren. I've almost analyzed the enemy's hacking pattern. I'm going to try to hack it back. Keep it busy. You got it. Okay, wie wir immer bei so einem Boss, erst die kleinen, dann die großen. Alert. Saturation attack triggered by enemy consciousness data. Failure to destroy it quickly may lead to serious damage in memory regions. Okay, das war hart. Okay, Leute, das war unser erster Tod. Aber wir können nochmal hier zurück ins Spiel. Dann würde ich sagen, probieren wir es beim nächsten Mal nochmal. Das ist ein recht heftiger Boss. Eventuell hätten wir uns doch nochmal ein bisschen stärken müssen vor dieser Region, vor diesem Gebiet. Aber gut, dann kommen wir jetzt einfach nochmal zu unserem Körper. Oder ich guck mal, wo wir wieder starten. Wenn wir wieder irgendwo vor der Achterbahn sind. Ach so, ich muss einfach weiter drücken. Ach, verdammt. Ja, das ist... Da dachte ich natürlich, dass es automatisch weitergeht. Ja, wenn wir jetzt irgendwo vor der Achterbahn nochmal starten, dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Ansonsten, wenn es direkt der Boss ist, dann können wir es gerne nochmal versuchen. Boah, die Kämpfe sind aber auch echt hart. Okay, gut. Oh, das ist sogar nicht nur der Boss, das ist... Okay, was ich nicht ganz verstehe, ist, es gab doch dieses System mit, hey, du stirbst, du darfst deine Module einmal noch einsammeln. Ah, okay, das ist tatsächlich mein voriger Körper. Dann bergen wir den. Okay, sehr schön. Hacken abgeschlossen. Ist aber total interessant, so mitten in der Action bist du in so einem kleinen Minigame dann plötzlich. So, dann gehen wir mal ganz kurz ins Gegenstände-Menü. Stärkungsgegenstände? Nein, Erweiterungsgegenstände. Erlittener Schussschaden wird verringert. Für 15 Sekunden gut. Saturation attack triggered by enemy consciousness data. Failure to destroy it quickly may lead to serious damage in memory regions.
was ist denn da los, ey? Boah, da ist ja so ein... Die Stelle, wo das Ding rauskam, sah schon ein bisschen komisch aus. Wie er einfach komplett in der Nähe von ihr die ganze Zeit ist. Da, was ist mit dem Ding? Oh, shit. Ganz knapp ausgewichen. So muss das. Oh, Mann. Oh, verdammt. Thanks for the assist. Oh, you mean the hacking? No worries. Us scanners are pretty good at that kind of thing. I've got your back anytime. Nichtsdestotrotz, vielen Dank. We have to save those androids. I'm sorry, 2B. Their circuits are fried. I think they were only being kept alive by that enemy. Oh. Es ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Schauplatz für einen Bosskampf. So, what is it? That machine had some pretty weird things to say, huh? It's almost like it had actual emotion. The machines don't have feelings. You said that yourself. Yeah, I guess. Moment. Wo geht's denn hier final weiter? Okay, hier geht es wieder raus. Ah, oh, die Musik, ey. Schön passend für Halloween, ne? Also, wenn man da ein bisschen Musik spielen will, für Leute, denen man gerne einen Schrecken einjagt oder so. Warum nicht? Okay, wir fahren jetzt hier runter. Was zur Hölle? Ich will einfach nur irgendwo speichern können. Das ist halt echt... Ich habe jetzt keinen Zugriff darauf. Wäre halt super, wenn es ginge. Weil ich mir diesen Umweg gemacht habe. Spiel.
Schade. Was so ein bisschen bei dem Game leider im Vordergrund steht, bei der öffentlichen Diskussion, ist leider nicht das Gameplay an sich. Und das ist auch sehr nischig tatsächlich. Also, so schnelle Action-Games, die sind halt ein bisschen früher in Mode gewesen, mit Devil May Cry und so, aber das geht ja schon in eine sehr abgedrehte Ecke. 10 Stufen über Devil May Cry quasi vom Abgedrehtheitsfaktor. Was ich aber ein bisschen schade finde, ist, dass die Qualität des Spiels so ein bisschen überschattet wird von der Diskussion um die Höschenblitzer, weil so gesehen, man kann hier unters Kleid gucken. Hostiles. I am not hostile. Huh? You defeated broken machine. You saved us. This thing is awfully verbose for a machine. We repay you. Come to our village. It could be a trap. Still, we should at least head over there and gather data, right? Ein Maschinendorf? Wirklich? Ah, jetzt ist das Tor auch offen. Komm schon, lass es keine Falle sein, der ist mir sympathisch. Speichern möglich, höchstwahrscheinlich keine Falle. Okay, das ist mir gar nicht aufgefallen, dass hier so ein Riesenweg ist. Okay, Leute, ganz kurz, an der Stelle würde ich dann schon gern einmal ein Päuschen machen. Wir machen dann beim nächsten Mal weiter, dann geht's ins Maschinendorf. Ob es eine Falle ist oder nicht, wir schauen uns das Ganze einfach mal an. Ich bedanke mich vielmals fürs Einschalten. Wie immer, wenn ihr Spaß mit dem Video hattet, gerne ein Däumchen nach oben da lassen und wir sehen uns zur nächsten Folge Nier Automata, vielleicht sogar heute. Mal schauen. Also, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.